Hallo und herzlich willkommen zurück zu Avorion. Ja, letzte Aufnahme beendet, direkt die nächste gestartet. Weil die Xotan, die wollen mir irgendwie an den Kragen. Ich weiß aber nicht wieso. Ich habe denen nichts getan. Aber das interessiert die Xotan dummerweise nicht. Entsprechend greifen sie mich weiter an. Aber gut, da machst du halt nichts. So. Dann gucke ich mal hier. Kein beschädigtes Schild, kein beschädigtes Schild, kein beschädigtes Schild. Von denen hat auch keiner bis jetzt Hitpoints verloren. Dann nehmen wir uns natürlich den nächsten und das ist der hier unten. Dann kriegt der jetzt hier Hits. Ich drehe ab und wieder zurück. So, dann säbeln wir hier mal ein bisschen an den Stellen, wo irgendwie die Geschütze rausfeuern rum. Da. So, der hat immer noch 39 Omnikron. 26. Ich weiß noch nicht, wo er die Geschütze sitzen hat. Sonst würde ich ihm die absäbeln. Da ist noch eins. Von da aus hat er mich gerade beschossen. Da ist das Schild wieder online von ihm. Ich habe keine Ahnung, von wo aus er noch feuern kann, aber das ist egal. Das haben wir nämlich jetzt erledigt. Abmarsch hier weg. Weil mein Schild ist bei 430. Oh, da kommen die nächsten Xotan. Yay. Konnte man eigentlich mit Nonit konnte man da nicht schon Computerkerne bauen? Ging das erst ab Trinium? Schade. Schade. Schade, schade, schade. So, dann die nächsten. 86, 9 und 34, 1. Also erstmal den hier oben, weil der macht mehr Schaden. Und der hat schon eine beschädigte Hülle. Einmal hier ein bisschen drunter hertauchen. Ich hoffe, meine Schilde halten das. Die Xotan, die da hinten rumgammeln, werden jetzt auch aggressiv. Ich feuer hier mal auf den Rand. Da irgendwo sitzt doch ein Kanonen. So ein Geschütz. 57,9. Ich finde die Bauweise von den Xotern sehr, sehr doof, weil man da halt einfach so schlecht sieht, wo die Geschütztürme sitzen. Und man denen die entsprechend schlecht wegschießen kann. Wobei ich mich jetzt hier verpissen muss. Meine Schilde sind bei noch 170, 160, 150. Und ich bin aus dem Gefahrenbereich raus. Hoffe ich. Wobei ich jetzt schon bei einem maximalen Energieverbrauch bin. Bauen wir doch noch mal ein bisschen Nonit-Generatoren hier dran. Hier ein. Den hier machen wir noch mal weg. Beide. Da angleichen. Da angleichen. Und dann schauen wir mal Versicherung. Machen wir hier mal eben voll. Und dann gehen wir hier unten wieder auf die beiden. Bei dem wird mir gar kein Schild angezeigt. Habe ich da die Schildgeneratoren zerstört? Anscheinend. Dann gehen wir erstmal hier auf den drauf wieder.
weil ich da dann wieder schnell durch bin. 8, 9 kann ich mal mit anmachen. Da ist noch ein Geschütz. Da irgendwo sitzt noch ein Geschütz. Manövrierfähigkeit einschränken. Da sitzt noch ein Geschütz. Da hinten sitzt noch ein Geschütz. Der hier ist richtig low, was die Hitpoints inzwischen angeht. Und was den Schaden angeht, auch so langsam. Der ist nämlich down. Der macht keinen Schaden mehr. Dann können wir uns jetzt hier um den hier kümmern. Dem machen wir ganz gut Schaden, denke ich. Den haben wir nämlich schon zum Teil zerlegt. Da ist noch ein Geschütz. Geschütze sind weg. Der hat noch 10,2 Omnikron. Der ist zerstört. Mache ich mich erstmal wieder vom Acker. Weil ich erstmal den hier noch. Ne, Moment, das ist ein anderer. Wo ist denn der, den ich so kaputt geschossen habe? Der hier. Komm, geh kaputt. Komm, schneller. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Und da ist er auseinander. Und ich flieg weg. Sehr schön. Meine Schilde sind sehr, sehr schwach. Das macht ja nichts. Baumodus. Kriege ich hier noch ein bisschen Schildgenerator drauf? Kriege ich. 1, 2, 3. Sehr schön. Ich wollte nochmal in Baumodus gehen und gucken. Ich habe doch gerade noch ein bisschen. Also hier habe ich noch einen Naonit-Bergbaugeschützturm, Doppellaser. Hatte ich vorher schon. Gravitation. Reparatur. Bergbau. Bergbau. Da. Dreifach Plasma. 48, 72, 48. Kann der da hin? Dann muss ich natürlich jetzt dem Plasma hier der 3 zuweisen. Dann gehe ich nochmal in den Baumodus. Die Bergbau-Laser-Titan fliegen runter. Stattdessen kommt da drauf der Doppelnaonit-Bergbau-Laser. Bergbau, Bergbau, Bergbau. Müssten hier noch Bergbau, Bergbau, die beiden Bergbau sein. Und jetzt haben wir die wieder drauf. Die da hinten gammeln noch ein bisschen vor sich hin. Dann kommen die hier alle auf die 9. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Feuerkraft. Ich gehe auf den nächsten Xotan. Das ist der hier. Der kommt auch schön brav näher. Ab wie viel kann ich schießen? 4. 4. Ja, also ab 4 kann ich etwas anfangen zu schießen. Ab da müssten nämlich die ersten Geschütze treffen. Gut. Ich glaube, dann nähe ich mich dem hier mal. Und gib ihm ein bisschen. Da sind die Schilde schon down. Da oben sitzt ein Geschützturm. Die reinste Materialschlacht hier. So, da ist ein Geschützturm weg. Da ist noch ein Geschützturm weg. Da sitzt noch ein Geschützturm.
Da ist noch ein Geschützturm weg. Ich guck mal, wo noch so Geschütztürme sitzen. Da oben sitzt noch einer. Ich hätte ihn gerne komplett die Geschütztürme weggeschossen. Ich sehe nur nicht, wo der noch welche hat. Weil der nicht auf mich schießt. Also einen Geschützturm müsste er noch haben. Da ich aber nicht sehen kann, wo der sitzt, ist das ungünstig. So, hier sind noch ein bisschen Upgrades. Da. 0 Omnikron. Gut. Der kann wegen mir dann jetzt da unten gammeln. Jetzt muss ich den hier runterschießen auf 0 Omnikron. Omikron, Entschuldigung. Das sage ich immer falsch. Da ist was Blaues rausgeflogen. 15,2 Omikron. Da ist was Grünes rausgekommen. Sehr schön. Da ist noch was Grünes. Da oben sitzt noch ein Geschützturm. 7,6, nur noch ein Geschützturm. Ich sehe aber nicht wo. 3,8. Ja, auch eine Möglichkeit einfach zu zerstören. Jetzt haben wir hier ein bisschen was eingesammelt. Und dann machen wir den hier auch noch kalt. Da sitzen ein paar Geschütztürme. Da ist noch einer. Und die nächsten Xotan sind auf dem Weg zu mir. Yay. So kriege ich meine Schilde nie vollgeladen. Aber gut. Den kriege ich aber so platt. Das Einzige, was halt problematisch werden könnte, ist der Energieverbrauch. Da ist auch der hier kaputt. Und dann kann ich mich jetzt ganz entspannt und gemütlich um den hier kümmern. Weil der hatte ja eh keine Geschütze mehr. Ja. Also das mache ich gerne, dass ich irgendwie gucke, dass ich möglichst die Geschütztürme kaputt kriege von den Schiffen. Weil wenn die Geschütztürme kaputt sind, kann das Schiff sich nicht mehr verteidigen, beziehungsweise nicht mehr schießen. Und wenn das Schiff sich nicht, wenn das Schiff nicht mehr schießen kann, macht es mir keinen Schaden mehr, kann ich das nachher in Ruhe zerlegen. Außer es springt weg. Aber das habe ich bei den Xotan zum Beispiel noch nicht erlebt, dass die einfach weggesprungen sind. Und den Spieler quasi verlassen haben. Gut, dann hätten wir den Scheiß jetzt auch endlich hinter uns. Gut, ich würde gerne zum nächsten Gebiet springen. Hat es gerade hier geblinkt? Ne, da. Springen wir da mal hin. Das ist dort oben. Springen wir dorthin. Schauen mal, was wir dort finden. Und ja. Ich versuche ja immer nur 20 Minuten Folgen zu machen. Hat man die letzten Male gesehen. Oh, da ist ein schöner großer Naunit-Asteroid. 1, 2, 3 aus. Und dann mit der 9 da drauf.
Gebiete ich jetzt wieder was Naonit? Wie viel sind es? 134.000. Maximaleffizienz 13,4, 13,6, 28,8, 12. Also davon gibt es dann 12%, sprich also 13.000. Etwa. Wenn ich den komplett abgebaut habe. Na, das gefällt mir. Das ist ja schon ein bisschen was, da kann man mit ein bisschen arbeiten. Sehr schön. Ja, dann bauen wir den halt jetzt ab. Wird für euch eine extrem spannende restliche Folge werden. Weil gleich müssten ja wieder Xotan auftauchen. Und es werden nicht wenige Xotan sein. Juhu. Dann sollte ich gucken, dass ich vielleicht jetzt noch einiges an Naonit gesammelt kriege, um meine Schilde zu upgraden. Kommt ja einiges hierbei rum, wenn man den hier abbaut. Hier ist alles weg, 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 weg. Weg damit. Mal sehen, was hier so bei rumkommt. Ich werde jetzt hier unten die Ecken noch wegnehmen. Die Ecke hier. Die Ecke. Gehen wir mal eben in den Baummodus. Ich brauche Generator. Und wie das gerade anfängt zu ruckeln, sind gerade die Xotan aufgetaucht. So. So. Strom haben wir jetzt. Ich setze noch einen drauf. Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Und dann wieder Schildgeneratoren. Und dann schauen wir mal, wo sind die Xotan? Da hinten. Es sind echt viele. Und jetzt sind sie feindlich, weil ich angefangen habe, wieder abzubauen. Da ist die Anzeige. Es müsste jetzt was mehr sein. Ja, das waren mal eben 400 wieder. Also da kriegen wir jetzt wieder gut was zusammen an Naonit. Der nächste Xotan, 13 Kilometer. Eine sehr, sehr schöne Sache hier mit dem Asteroiden, den ich eigentlich abgebaut haben wollte, bevor die Xotan auftauchen. Geklappt hat es leider nicht. Wie man vielleicht ganz knapp bemerkt hat, wie nah sind sie inzwischen? 13 Kilometer immer noch. Sehr schön. Und ja. Eigentlich wollte ich die restliche Folge hier abbauen, aber irgendwie fürchte ich, wird das nichts. So, das müsste jetzt auch wieder was mehr sein. Ja, war es auch. Jetzt haben wir wieder 2000 zusammen. Wir überlegen noch weitere Schildgeneratoren draufzusetzen. Und Generatoren an sich. Und also eigentlich ist dieses Spiel nur durch die Energie limitiert. So, Systeme. Ich brauche ein Volumen von 2 Millionen. Ich habe 0,58 Millionen. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier nochmal einen Schildgenerator drunter kleben und einen Generator hierhin und noch einen Generator hierhin. Vielleicht noch einen Generator hierhin. Und dann bauen wir hier weiter ab.
Hier wird weiter abgebaut. Alles weg. Alles muss weg. Und so langsam sollte ich mich da finden, vielleicht mal ein bisschen einmischen. 1, 2, 3, 9. Nehmen wir uns den ersten, den wir hier kriegen können. Das ist dieser hier. Ab 4 Kilometer können wir schießen. Der kriegt jetzt schön Schaden. Und geht auch so langsam gut kaputt. Dann lenken wir mal die Angriffskraft der Xotan auf mich. Indem wir den hier gut Damage machen. Ich pack mal die 9 mit dazu, weil der Entfernung, die wir aktuell in haben, bringen die ja ein bisschen was. Abwrack wären da an der Stelle natürlich effizienter, klar. Aber das ist ja jetzt erstmal Wurst. Solange wir Schaden machen, geht das alles in Ordnung. Hier Antrieb weg. Hier unten alles weg. Immer schön durchfräsen. Ja, ist recht laut jetzt gerade bei mir auch auf den Ohren. Ich hoffe, das ist für euch auch auszuhalten, weil wenn ich jetzt rede, dann sehe ich, dass ich nicht so viel lauter bin als so, als vorher. Aber ich hoffe, das geht. So, der müsste gleich auseinanderfliegen. Hat aber noch einiges an Trefferpunkten, die er einstecken kann. Ich finde das immer sehr, sehr krass, wie viel Trefferpunkte die Xotan-Schiffe halt aushalten. Aber das wird ja irgendwann bei uns auch so aussehen. Und der einzige Grund, warum wir dann kaputt gehen werden, ist, weil ich zu doof bin und gegen irgendeinen Asteroiden. Jetzt habe ich daneben geschossen. So. Beziehung wieder verbessert. Jetzt haben wir den hier gerammt. Das war natürlich nicht ganz so clever. Glücklicherweise haben wir ja vorne Panzerung drauf. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Der hier hat nur noch ein einziges oder zwei Geschütze. Ein oder zwei Geschütze nur noch. Wenn ich die abschieße oder so. Man kann ja auch einfach zerstören. Das ist ein Xotan, der kann jetzt auch mal ein bisschen Schaden vertragen. Dem mache ich mal hier ein bisschen hier die Seiten kaputt. Da verliert er nämlich seine Steuerdüsen. Sehr schön. Er hat nur auf der einen Seite die Geschütze. Steuerdüsen weg, Geschütze weg. Und weg ist das ganze Schiff. R drücken, brauchen wir den nächsten. Das müsste der dort sein. Der ist jetzt auch weg. R drücken, der nächste ist der da oben. Das ist sogar ein großer Xotan. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier den nicht rammen. Das war nicht so gut. Ich habe jetzt einiges an Geschützen verloren. Die 9 mache ich mal aus. Dann sieht man das nämlich deutlicher. Das war Kacke, was ich da gerade gemacht habe. Meine Geschütze wieder eingesammelt. Und dann verpissen wir uns hier erstmal. Ja. Scheiße. Einmal in den Baumodus direkt. Wir haben hier vorne die komplette Leiste weggebracht, abgeballert uns. Aber gut. Hier ist ein Plasma noch. Setze ich mal nach hier. Und dann haben wir, was fehlt noch? Wir haben noch zwei frei. Uns fehlt die komplette Laserriege.
wo ich nicht weiß, wo der Laser hin ist. Den habe ich dann garantiert irgendwie stärker verloren. Dann halt noch den hier. Kann ich da oben zwischen setzen. Kriege ich den da oben auch noch zwischen? Ja, kriege ich. Und dann weise ich die Plasmageschütze wieder der 3 zu. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um den Xotan. Wo ist er? Da hinten. In 13 Kilometern Entfernung. Ich glaube, ich habe auch einiges an Bremsschub verloren. Weil ich so dämlich da reingeheizt bin. Da sitzt ein Geschützturm. Weg damit. Da irgendwo sitzt ein Geschützturm. Und da ist das Schiff auch kaputt. Alles einsammeln, was hier rumschwebt. Ist alles meins, habe ich beschlossen. Ja. Das ist freundlich. Feindliches Schiff habe ich nicht mehr. Gut. Dann schauen wir doch mal hier im P-Menü nach. Glücklicherweise haben wir hier nichts raus verloren. Gut. Damit würde ich sagen, war's das wieder mit der Folge. Ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Alles Mögliche an Anmerkungen, Tipps, Verbesserungsvorschläge, Spielewünsche. Egal, was euch einfällt, schreibt es in die Kommentare, drückt das Däumchen nach oben, drückt das Däumchen nach unten. Mir ist es Wurst, was ihr macht. Wenn es euch gefallen hat, ist natürlich sinnvoll, das Däumchen nach oben zu drücken. Ansonsten gilt, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Euch hilft's, mir hilft's. Die Geschichte kennt ihr, ansonsten guckt mal in die anderen Folgen rein. Was ist raus? Tschö!